Waffenlieferungen, Grenzverläufe, logistische Herausforderungen. Wenn wir uns über den Ukraine-Krieg unterhalten, bewegen uns häufig die taktischen und technischen Themen. Aber wie sieht es mit den Verwundungen von den Menschen aus, die täglich in diesem brutalen Krieg kämpfen? Ich bin Kapitänleutnant Nana Elas im Bundesministerium der Verteidigung und begrüße Sie und euch herzlich zu einer neuen Folge von Nachgefragt. Mein Gast heute ist der Generaloberstabsarzt Dr. Baumgärtner. Er ist der Inspekteur des Sanitätsdienstes und damit der ranghöchste Arzt der Bundeswehr und verantwortlich für die gesamte sanitätsdienstliche Versorgung. Guten Tag, Herr Generalarzt. Guten Tag. Zum Einstieg möchte ich Sie gerne einmal fragen. Wir sprechen viel über Taktik und Technik, wie eben gesagt, aber wie ist denn nun die Rolle des Sanitätsdienstes im Ukraine-Krieg? Es ist selbstverständlich oder ganz normal, dass die Menschen sich bei Dingen, bei Entwicklungen, die sie im Innersten berühren, zunächst mal auf technische und taktische Ebenen zurückziehen. Da fühlen sich dann wohler und können dann das Ganze oder meinen, das Ganze besser bewältigen zu können. Man muss aber eben sagen, okay, in einem Krieg gibt es Verwundete und diese Verwundete und es gibt Tote. Und mit diesen Verwundeten und Toten muss man umgehen. Und der Sanitätsdienst als solcher ist dafür da, in einem Kriegseinsatz die verwundeten Soldaten so zu behandeln, dass sie möglichst nicht sterben müssen und dass sie, wenn sie dann behandelt werden können, dass sie einen möglichst geringen Schaden erleiden, der in der Zukunft dann auch entsprechend trägt in ihrem weiteren Leben. Seit Anfang des Krieges sehen wir sehr viele Verletzungen und Bilder von schwerstverletzten Soldaten auf Social Media. Können Sie uns einmal genauer erörtern, was für typische Verletzungen in der Ukraine jetzt gerade auftreten? Ja, also es ist ein Kriegseinsatz, es gibt einen Kriegsfall und das bedeutet, dass wir mit einem ziemlich hohen Prozentsatz mit Schädel- und Hirn-Gesichtsverletzungen, Kopfverletzungen zu rechnen haben. Im Regelfall sind das sehr komplexe Verletzungen, die dann auch entsprechend sehr langwierige Behandlungen erfordern. Können Sie mir auch eine Größenordnung nennen, wie viele Verwundete es in der Ukraine täglich gibt? In der Presse gibt es ja Zahlen, die scheinen mir durchaus sehr realitätsnah zu sein, von mehreren hundert Verwundeten pro Tag, die dann dort behandelt werden müssen. Das sind möglicherweise nicht alle Soldatinnen und Soldaten, sind vielleicht auch Zivilisten dabei. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt so differenziert nicht sehen. Wenn Sie nun die Entwicklung der ukrainischen Sanitätsstreitkräfte betrachten im Krieg, können Sie da Entwicklungen feststellen oder Lehren, die die Ukrainer bereits gezogen haben? Ich kann zunächst mal sagen, die Ukrainer, die ukrainischen Streitkräfte und der Sanitätsdienst dort ist ja nicht erst seit Februar im Krieg, sondern schon seit 2014. Und das beobachten wir ja auch. Wir sind auch in engem Austausch gewesen die ganzen letzten Jahre, dass sie eben diese besonderen Herausforderungen einer Behandlung von Kriegsverletzungen schon seit vielen, vielen Jahren täglich haben und täglich meistern. Insofern kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass sie sehr gut wissen, wie man solche komplexe Verwundungen behandelt. Das können die gut. Eine weitere Beobachtung, die wir leider im Ukraine-Krieg jetzt haben, ist die, dass die Russische Föderation, die Streitkräfte bei ihren Kriegshandlungen das Rote Kreuz als Schutzzeichen für sanitätsdienstliche Einrichtungen nicht beachten. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, man hat den Eindruck, dass ganz bewusst militärische wie auch zivile sanitätsdienstliche medizinische Einrichtungen und Kapazitäten angegriffen und ausgeschaltet werden. Aus meiner Sicht ist das das Ziel ist, die Moral der Truppe zu untergraben. Das führt uns zu der Aussage, jawohl, wenn wir davon ausgehen müssen, dass unser Feind im Krieg dass das Rote Kreuz nicht beachtet, dass wir genauso geschützte Fahrzeuge und Einrichtungen brauchen vorne im Kriegsgebiet
wie die andere Truppe, die wir dort eben auch unterstützen. Das ist also eine Konsequenz aus der Beobachtung der Ukraine. Was beobachten wir denn an Verwundetentransporte und Versorgung in der Ukraine gerade aktuell? Das ist die zweite Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist, dass die Ukraine anders, als wir das bisher kalkuliert haben und wie wir es aus Afghanistan zum Beispiel kennen, dass die Masse der Verwundeten mit Hubschraubern ganz schnell in eine chirurgische Versorgungseinrichtung transportiert werden konnte, weil dort eben das möglich war. Die Ukraine hat eben weitgehend keine Lufthoheit. Deswegen können Hubschrauber ganz weit vorne nicht, so gut wie nicht eingesetzt werden. Das merkt man dann auch in der Bilanz der Verwundetentransporte der Ukraine, wo man dann sagen muss, dass weniger als 1% der Verwundetentransporte über Luft durchgeführt werden und über 50% der Verwundetentransporte in der Ukraine über Krankentransport auf der Schiene, also in Zügen, stattfindet. Und das ist eine weitere Erkenntnis von uns, dass man sagen muss, okay, wenn wir davon ausgehen, dass wir in einem Kriegsszenario keine eigene Lufthoheit haben, dann müssen wir landgestützte Verwundetentransportmittel vorsehen und verfügbar haben für die frontnahen Transporte. Und wir müssen dann für den Transport nach hinten, auch vor allem in die Heimat, dann zum Beispiel Verwundetentransportmittel per Schiene verfügbar haben, damit wir diese Herausforderung meistern können. Haben wir diese Mittel denn? Die haben wir derzeit noch nicht. Da müssen wir ran. Zumal diese Mittel nicht nur für diesen gerade beschriebenen Fall der Landes- und Bündnisverteidigung erforderlich sind, sondern aus meiner Sicht auch ein ideales Mittel sind, um zum Beispiel in einer Situation, ich sag mal Corona-Pandemie, Überlastung von Krankenhäusern in einer bestimmten Region und mögliche freie Kapazitäten in einer weit entfernten anderen Region des Landes. Auch da wäre es ganz gut, wenn man da gegebenenfalls ein solches Mittel hätte, um Erkrankte transportieren zu können in einem gesicherten Umfeld. Wie sieht denn so ein Verwundetentransport idealtypisch aus? Können Sie uns das einmal erklären? Ja, wir haben die Situation, dass wir natürlich hier in Deutschland zum Beispiel, wenn auf der Autobahn ein Unfall passiert, gibt es einen Notspruch, eine entsprechende Meldung. Und dann kommt relativ schnell der Notarztwagen und der Hubschrauber, wenn es notwendig ist. Und dann wird der Patient innerhalb von Minuten in das richtige Krankenhaus transportiert. Das ist natürlich in einem Einsatzfall, in einem Kriegsfall im Kriegsgebiet nicht möglich. Deswegen gibt es im militärischen Sanitätsdienst eben alternative Mechanismen, um letztendlich das Ziel zu erreichen, nämlich möglichst ein gleiches Ergebnis der Behandlung zu erreichen, wie das in Deutschland eben auch möglich wäre. Und das führt dazu, dass man letztendlich nach dem Ereignis versuchen muss, die Kameraden, die um den Verwundeten herum vor Ort sind, so vorzubereiten, dass sie schon sinnvolle erste Maßnahmen machen können, ganz schnell nach der Verwundung, in den ersten 10 Minuten. Dann kommt der Sanitätsdienst, übernimmt den Verwundeten. Dann wird der Patient an die Rettungsstation gebracht. Dort erfolgt die erste ärztliche notfallmedizinische Stabilisierung. Und von dort aus dann wird der Patient dann in das Rettungszentrum gebracht. Rettungszentrum ist dann eine erste chirurgische Versorgung. Dort werden die ersten wirklich dringenden chirurgischen Maßnahmen durchgeführt, sodass eben innere Blutungen zum Beispiel gestoppt werden. Und letztendlich geht es dann über das Einsatzlazarett mit möglicherweise einer weiteren Operation und einer Stabilisierung dann zurück nach Deutschland in die abschließende chirurgische und klinische Versorgung in den Bundeswehrkrankenhäusern, aber eben auch durchaus in zivilen Krankenhäusern. An dieser Stelle möchte ich zur ersten Zuschauerfrage kommen. Die wurde unter einem unserer letzten Videos gestellt. Wie wird der Sanitätsdienst der Bundeswehr für Szenarien wie einen großen konventionellen Krieg ausgebildet und vorbereitet?
Das Personal des Sanitätsdienstes wird primär erstmal so ausgebildet, wie es im Zivilen üblich ist. Also das ist der Mindeststandard. Nun ist es so, dass wir uns vorbereiten müssen, unser Personal vorbereiten müssen für ganz spezifische Bedürfnisse in einem Kampfeinsatz. Deswegen setzen wir immer wieder eine ganz spezifische ergänzende Ausbildung, fachliche Ausbildung darauf. Das passiert häufig in unseren Bundeswehrkrankenhäusern. Daneben muss mein Personal im Sanitätsdienst natürlich militärische Fähigkeiten haben. Es kann ja nicht sein, dass ein Notfallsanitäter fachlich spitzenmäßig ist, aber dann im Kriegsgebiet rumstolpert und sich selber und andere gefährdet. Und deswegen müssen wir unsere Leute auch militärisch ausbilden, sodass sie die Einsatzgrundsätze der Truppe auch verstehen und mitbekommen und sich adäquat im Einsatz dann entsprechend auch verhalten können. Wir haben also einen sehr hoch ausgebildeten Sanitätsdienst. Was ist Ihre Antwort auf die Frage, wenn ich Sie jetzt frage, in einer Industrienation wie Deutschland mit dem besten medizinischen Standard, warum haben wir dann überhaupt noch zusätzlich diesen noch mehr ausgebildeten Sanitätsdienst? Was kommt auf Deutschland zu in einem Bündnisverteidigungsfall? In einem solchen Fall passiert Folgendes: Es werden mehrere hunderttausend alliierte Soldaten durch Deutschland hindurch in Richtung einer möglichen Front bewegt. Ein Feind wird sich diese Bewegung, diese Zuführung von Kräften und Mitteln an die Front nicht einfach so anschauen. Er wird also versuchen, diese Bewegung hier in Deutschland schon zu stören mit allen möglichen Mitteln. Das bedeutet, es ist anzunehmen, dass allein schon in dieser Phase es einen zusätzlichen Bedarf an Gesundheitsleistungen in Deutschland gibt. Die zweite Situation ist, sobald der Kampf im Einsatzgebiet startet, müssen wir davon ausgehen, dass wir mehrere hundert Verwundete pro Tag von der deutschen Truppe, aber eben auch von anderen, der Truppe anderer Nationen haben, die wir von dort nach Deutschland oder über Deutschland in ihre jeweiligen Heimatländer transportieren müssen und die eben hier auch aufgefangen werden müssen, teilweise eine Stabilisierung, eine Folgebehandlung brauchen, um dann weiter transportiert werden zu können. Und gleichzeitig müssen wir davon ausgehen, dass hier in Deutschland mehrere Millionen Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet, aus dem Einsatzgebiet hierher kommen und hier ebenfalls Unterkunft, Versorgung, auch medizinische Versorgung brauchen. Das alles zusammengenommen wird das Gesundheitssystem hier in Deutschland extrem auf die Probe stellen. Und ich sage deshalb immer wieder, dass wir jetzt schon uns Gedanken machen müssen, wie wir eine solche Herausforderung gesamtgesellschaftlich bewältigen wollen in der Zukunft. Herr General, abschließend, Sie haben gerade viele Punkte identifiziert, wie es laufen sollte. Nun haben wir die Bilder im Ukraine-Krieg, die Realität. Wie bewerten Sie es? Wie ist der Sanitätsdienst in Deutschland aufgestellt, was diese Herausforderung angeht? Ja, der Sanitätsdienst ist wie andere Teile der Streitkräfte auch vor vielen Jahren auf die Bedürfnisse der internationalen Krisenmanagementaufgaben der Streitkräfte ausgerichtet worden. Das bedeutet, wir haben, das ist das Positive, wir haben im Sanitätsdienst der Bundeswehr als einer der wenigen Sanitätsdienste in Europa und in der NATO tatsächlich eine gesamte Bandbreite an Fähigkeiten erhalten, die wir brauchen, um eine Rettungskette in allen Facetten auch darstellen zu können. Wir sind aber fokussiert und konzentriert auf die Unterstützung kleinerer Einsätze im Rahmen des internationalen Krisenmanagements. Das ist nicht ausreichend, um die Bedürfnisse der Unterstützung einer Division zum Beispiel in einem Bündnis- und Verteidigungsfall sicherstellen zu können. Da brauchen wir nicht die zusätzlichen Fähigkeiten, also die Fähigkeiten grundsätzlich haben wir, aber wir brauchen im Prinzip in fast der gesamten Bandbreite des Sanitätsdienstes einen deutlichen Aufwuchs der Kapazitäten, um das überhaupt bewältigen zu können. Herr General Dr. Baumgartner, vielen Dank für Ihre ausführlichen Antworten an dieser Stelle. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch hier auf unserer Nachgefragt-Playlist auf YouTube oder bundeswehr.de. Bis zum nächsten Mal und tschüss!
Thank you.